Freitag, 22.25 Uhr, SRF 1. In Ägypten wird eine demokratisch gewählte Regierung vom Volk und der Armee weggeputscht. Tunesien demonstriert das Volk gegen die Übergangsregierung, die nicht abtreten will. Und Syrien ist aus einem Volksaufstand ein Bürgerkrieg geworden, der sich mit grosser Wahrscheinlichkeit sehr bald auch der Westen wird einmischen. Was ist los im Nahen Osten? Um was geht es in diesen Ländern? Diese Fragen diskutieren wir heute in der Wasserzeitung Standpunkt. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen. Und das sind unsere Gäste. Der Markus Somm. Er ist Historiker und Journalist, Chefredakteur der Basler-Zeitung und in dieser Funktion fester Gast in dieser Sendung. Die Basler-Zeitung ist auch Veranstalterin dieser Sendung. Neben ihm sitzt der Eckehard Stegemann. Er ist Theologieprofessor mit dem Spezialgebiet Neues Testament an der Uni Basel. Ihnen beiden gegenüber sitzt Ulrich Tilgner, Journalist, seit einem Haufen Jahren Korrespondent für den Mittleren Osten, für die Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Er lebt zum Teil in Teheran und ist Autor von verschiedenen Büchern zum Thema Nah- und Mittleren Osten. Und Saida Keller-Messali, Präsidentin vom Forum für einen fortschrittlichen Islam. Saida Keller ist Tunesien geboren und als Kind in die Schweiz gekommen. Herzlich willkommen wie alle. Ich freue mich, dass Sie in dieser Sendung dabei sind. Ich probiere heute ein bisschen Ordnung zu bringen in das, was wir alle wahrscheinlich nicht gut können verstehen, was im Moment im Nahen und Mittleren Osten passiert. Und Frau Keller, vielleicht gerade als erste an Sie die Frage, wenn ich probiere zu verstehen, was da passiert, habe ich den Eindruck, dass es im Moment einen grossen Kampf gibt zwischen einer säkularen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die einen weltlichen Staat will, in all diesen Staaten, gegen den Islam, der probiert, als Staatsform irgendwo aufzutreten. Ist mein Eindruck richtig, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Tunesien anschaue, im konkreten Fall, wo Sie ja auch in engem Kontakt sind mit der Opposition? Ja, der Eindruck ist richtig. In Tunesien haben wir eine islamistische Mehrheit an der Macht. Und Verbündete, die mindestens so islamistisch sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass die verfassungsgebende Versammlung eigentlich jetzt seit Wochen aufgehoben ist, also gar keinen Betrieb mehr hat. Und verschiedene Leute, also Abgeordnete, die dort gearbeitet haben, aus Protest dort raus sind. Und seit Wochen, ja seit Monaten, gibt es einfach Druck auf der Straße, riesige Demonstrationen. Und die Forderung steht im Raum, dass die provisorische Regierung, die eigentlich ihre Zeit hatte, weil es war abgemacht, dass sie bis am 23. Oktober 2012 dort ist, um wieder, also erstens zum Verfassung neu genau die Zeit begleitet, bis eine neue Verfassung da ist und dann eigentlich sollte gehen, oder? Also neue Wahlen machen und gehen. Und jetzt ist es so, dass seit eigentlich Monaten fast jede Woche gibt es Sitzung zwischen der Opposition und ihrer, man sagt, ihrer Troika, weil das ist eine Dreiparteienregierung, stattfindet, die aber das Land nicht vom Fleck bringt. Das heisst, die provisorische Regierung, die will nicht zurücktreten. Mhm. Die verfassungsgebende Versammlung ist in einem Schwebezustand. Der Druck von der Straße nimmt immer mehr zu. Es ist eine riesige, wie soll ich sagen, ich würde fast sagen, eine politische Verzweiflung. Mhm. Das Land ist politisch in einer Sackgasse, weil die zwei Pole einfach nicht vorwärts kommen und weil die provisorische Regierung einfach nicht einsehen will, dass sie zurücktreten sollte. Wie das eigentlich ursprünglich mal die Idee wäre, im Oktober letzten Jahr. Genau. Wenn ich euch gerade den Bogen schlage zu Syrien, Herr Tilgner, beziehungsweise Ägypten zuerst vielleicht, damit man es ein bisschen in der Region behaltet. In Ägypten hat man ja den Eindruck, da hat ein Volk eine Regierung gewählt, die im Wissen, was für eine Regierung das es gewählt hat, nämlich die Muslimbrüder, also eine islamische Regierung. Und ein Jahr später wird die Regierung putschartig wieder abgesetzt. Warum hat denn das Volk überhaupt die Regierung gewählt, wenn sie ja dann doch nicht damit umgehen können, dass das eine islamische Regierung ist? Ja,
Islamistisch. Oder islamistisch sogar, ja. Ja, das, ich glaube, man muss aufpassen, wenn man von einem Volk spricht. Volk mal hier, mal da. Also es sind unterschiedliche Strömungen. Und ich glaube, das trifft für Tunesien auch zu. Und man sieht es jetzt wieder in Syrien. Die Opposition ist sehr, sehr stark islamisch orientiert. Und ich glaube, das kann man aus der Geschichte ganz einfach erkennen. Lungenkrebs raucht man sich auch nicht mit einer mit einem Päckchen Zigaretten im letzten Lebensabschnitt an, sondern das fängt sehr früh an. Also es gab die Kommunisten, es gab die Nationalisten und jetzt sind die Islamisten eigentlich die dritte große Strömung im Orient, die antritt und übernimmt und eine Hoffnung für große Teile der Bevölkerung darstellt und deshalb auch gewählt wird. Und es ist extrem schwierig, etwas zu ändern, weil ja alle vorherigen Regime und ideologischen Ansätze auch gescheitert sind. Vielleicht jetzt zu Ägypten. In Ägypten hat Morsi, der gewählte Ministerpräsident, ja keine Unterstützung durch den Westen bekommen, auch nicht von Saudi-Arabien. Die Putschisten sind sofort mit 4 Milliarden Bar am ersten Tag von Saudi-Arabien unterstützt worden, mit 3 weiteren Milliarden aus Kuwait und den Emiraten. Also die islamischen Golfstaaten, die Staaten der islamischen Diktatoren zahlen sofort, wenn es darauf ankommt, wenn islamische populistische Regime gestürzt werden und denen fehlt einfach die Mittel, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, die sozialen Verhältnisse zu verbessern. Also ich glaube, das ist eine historische Erblast, die jetzt aufbricht und ganz perverse Formen annimmt. Syrien nicht einmal, Entschuldigung, Tunesien nicht einmal 100 Tote, Ägypten knapp 1000 bis zum Sturz von Mubarak, Syrien 30.000, jetzt in Libyen 30.000, jetzt in Syrien bei 100.000. Da sieht man, wie gewaltig diese Veränderungen sind und der Prozess ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Es geht ja weiter. Ich glaube, es ist das, was Jahrzehnte unterdrückt wurde, was gescheitert ist, das bricht jetzt auf und das wird eben auch mehr und mehr gewaltsam ausgetragen und das führt zu dieser Polarisierung zwischen nicht-religiösen Kräften, die ja auch mehrheitlich von Muslimen gebildet werden, das darf man nie vergessen, und politisch-religiös motivierten Kräften, die dann auf der anderen Seite stehen, die natürlich die Macht jetzt wollen, die auch gewählt wurden, aber die nicht zustande bekommen, weil die Probleme einfach immens sind. Alle werden scheitern und es dauert noch lange. Das ist meine Einschätzung. Das ist effektive Kampf zwischen säkularer Gesellschaft auf der einen Seite und dem Islam als Staatsform, wenn man jetzt den Bogen noch schlägt, zu Syrien und da vielleicht auch jetzt probiert der Westen noch mit DZPC, Markus Somm, wie beurteilen Sie das? Der Ulrich Tilgen hat gerade gesagt, Muslimbrüder haben keine Unterstützung gehabt in Ägypten vom Westen. Aber interessanterweise will ja jetzt der Westen in Syrien eingreifen und vor allem die Rebellen unterstützen. Die Rebellen sind ja aber auch zum Teil wieder die Muslimbrüder und islamistisch. Der Westen will ja nicht zugunsten von den Islamisten in Syrien eingreifen, sondern will an sich die säkularen Rebellen, die wenigen, die es noch wahrscheinlich gibt, eher unterstützen. Aber dass der Westen so zögert, hat ja genau mit dem zu tun. Dass man weiss, beide Seiten sind nicht richtig erwünscht. Oder? Man will den Assad irgendwie in Schranken halten und gleich nicht richtig stürzen, weil man weiss, irgendwo Assad steht für eine prekäre Stabilität in Syrien. Auf der anderen Seite merkt man, die Islamisten sind immer stärker. Wenn man jetzt den Assad bekämpft, hilft man einfach den Islamisten. Das ist ein Dilemma. Und deshalb passiert ja nichts. Also, Obama ist ja deswegen in einen Kongress gegangen, in der Hoffnung, dass das ein grosses Palaver gibt und nachher nichts passiert. Jetzt, wenn es dumm läuft, was ich mir noch könnte vorstellen, ist, dass die Republikaner das natürlich auch nutzen, um den Obama im Prinzip in die Defensive zu bringen, indem sie sagen, ja, wir erlauben jetzt einen Militärschlag, geh du mal los. Du hast ja den Bush seinerzeit sehr hart kritisiert, dass du im Irak interveniert hast. Und wenn man schaut, die Argumente sind nicht extrem unterschiedlich, wie man jetzt intervenieren in Syrien. Das heisst, das käme dann möglicherweise zum Krieg in Syrien. Und was würde das bedeuten für die ganze Region, Herr Stegemann? Sie kennen die Region sehr gut aus eigener Erfahrung, aus vielen Reisen und Studien, die Sie gemacht haben. Ich glaube, es wird darauf ankommen, wenn etwa in Syrien von den Amerikanern ein Angriff gemacht wird, ob Iran sozusagen Hisbollah loslässt. Das wäre für Israel sozusagen ein entscheidender Aspekt, denke ich. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Hisbollah sich ruhig verhält und der Iran vielleicht mit dem neuen, aber Herr Tilgner weiß das besser als ich, mit dem neuen Rouhani als Ministerpräsidenten dort sich zurückhält, dann denke ich, ist ein
eine größere Ausweitung eines solchen Schlages zu verhindern. Aber insgesamt, glaube ich, ist natürlich das Problem der arabischen Staaten seit langem ein Demokratiedefizit. Und die Krisen sozusagen werden in verschiedener Weise dann von bestimmten Parteien aufgeladen. Und was die Islamisten angeht, so haben sie meines Erachtens gewissermaßen die politische Religion mit einem Erlösungsanspruch. Und diese Art von Politik kann nur in Gewalt enden oder kann nur sozusagen zu Formen von Gesellschaften führen, die das Demokratiedefizit noch erhöhen. Danke. Ja. Demokratiedefizit. Ich finde, die Diskussion ist schon ein bisschen ahistorisch, wenn man die ganze Zeit ja, den arabischen Ländern vorwirft, wie wenig Demokratie das sie haben. Das haben sie auch tatsächlich. Das ist so. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Länder erst seit 50, 60 Jahren eigentlich also nationale Staaten überhaupt sind und ja, existieren als Länder. Vorher war eine lange Zeit von Kolonisation, von Franzosen, von Engländern, von weiß nicht, was auch immer. Und die Geschichte ist noch nicht verarbeitet, weil die Kolonialzeit, die der Nationalstaat eingeführt hat, wo die das riesige Gebiet nach eigenen Interessen aufteilt hat, übrigens auch gerade Syrien. Mhm. Das weiss man, wie sehr die Leute dort eigentlich hintergangen sind worden, gerade in der Zeit nach dem oder während dem Ersten Weltkrieg, mit Abkommen, die völlig gegen die Interessen der Leute dort gemacht wurden. Und ich wollte einfach sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass die Länder eigentlich noch sehr jung sind und noch nie die Erfahrung gemacht haben von Demokratie. Und was jetzt passiert, ich erlebe das hautnah in Tunesien, was jetzt passiert, ist eigentlich ein unglaubliches neues Bewusstsein, das am Entstehen ist bei den Leuten. Sie sagen, jetzt dürfen wir endlich reden. Ich kann euch nur schnell als Beispiel eine kleine lustige Geschichte erzählen. Mhm. Ich bin mal vor meinem Haus in Tunesien auf dem Trottoir gestanden und schaue einen jungen Mann, der vorbeiläuft am Handy, und er diskutiert mit jemandem. Und ich höre, dass er dieser Person sagt: Los, du kannst reden, wir haben jetzt Demokratie. Das ist zwei Monate nach der Flucht von Venedig. Ich wollte einfach sagen, natürlich sie sind totalitär regiert gsi, es hat null Luft gehabt zum Atmen politisch, aber das sind noch sehr junge Staaten und man muss jetzt das einfach berücksichtigen. Aber ich würde sagen, in dem Fall, ähnlich wie Sie es sagen, es geht darum, letztlich Demokratie zu erlangen und nicht unbedingt eine säkulare Gesellschaft versus ein islamisch regierter Staat. Markus Somm, teilen Sie die Ansicht? Ich weiß nicht, ob Demokratie das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist doch wirtschaftlich, aus meiner Sicht, im Nahen Osten. Das ist die grösste Misere, die es überhaupt gibt. Der Nahen Osten ist neben Afrika eine der ärmsten Regionen mittlerweile der Welt. Mhm. Und wenn man weiss, dass der Nahen Osten früher noch mal die Wiege war der Zivilisation und unglaublich viele grosse Zivilisationen hatte, auch reiche, auch produktive Zivilisationen, dann ist das ein unglaublicher Absturz. Und das ist das erste Problem. Die Leute haben zum Teil kein Essen, sie haben keine Arbeit, sie haben kein Wachstum, die Jungen haben nichts zu tun. Das ist das Hauptproblem. Mhm. Wenn es eine Diktatur wäre, und es wäre aber eine Diktatur wie China, die Wachstum erzeugen würde, hätte man nie die politischen Spannungen. Man hätte ja politische Spannungen, aber nie in dem Ausmaß. Das würde ich sagen, das ist der Kernpunkt. Und die Leute, die jetzt unzufrieden sind, die spalten sich eben auf. Das sind ja die Jungen. Und man konnte sehen auf dem Tahrirplatz in Kairo, während der großen Demonstrationen sind die Jugendlichen, die eigentlich bei den Muslimbrüdern organisiert waren, zu den Sitzungen der Räte auf diesen Platz gegangen und sind nicht zu den Parteiversammlungen gelaufen, die zeitgleich waren. Aber anschließend sind sie eben doch wieder zu den Parteiversammlungen gegangen. Und was ich jetzt so schlimm finde, durch den Putsch, das war ja ein Putsch, egal wie weit er von der Bevölkerung unterstützt wurde oder nicht, spalten sich jetzt die Bevölkerungsteile wieder in
militant-islamische und in zivil laizistisch, also weltlich orientierte Gruppen. Und die Jugend wird praktisch den Radikalen in die Arme getrieben. Es gibt Anschläge, die Anschläge in Ägypten werden sich mehren. In Ägypten gibt es ja eine Art verdeckten Bürgerkrieg bereits. Also die gesamte Region steht vor einer Zerreißprobe, weil jetzt die Auseinandersetzung kommt zwischen weltlichen und zwischen islamischen Kräften. Aber die kommt erst jetzt und der Hintergrund sind die ungelösten sozialen und wirtschaftlichen Spannungen. Gar keine Frage. Wenn die gelöst wären, haben Sie recht, ob das dann weltliche oder islamische Gruppen oder Diktatoren wären. Man sieht es ja in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, da bekommt die Bevölkerung nicht so viel, wie man hier denkt, ist eines der reichsten Länder der Welt. Im vergangenen Jahr 333 Milliarden Dollar Öleinnahmen. Und den Leuten in den normalen Familien geht es schlechter als denen im Iran. Das darf man nie vergessen. Das Geld kommt ja nicht an. Aber dennoch kommt so viel an, dass die Leute relativ ruhig sind. Und das ist in meinen Augen das Entscheidende. Und die neuen Regierungen werden es eben nicht schaffen, die Probleme zu lösen. Ja, man muss aber auch sagen, dass selbst in Saudi-Arabien haben Demonstrationen stattgefunden. Und die wurden ganz, mit Gewalt unterdrückt. Mhm. Und es gibt auch saudi-arabische Gruppierungen im Ausland, die für mehr Demokratie, mehr Mitspracherecht, mehr Freiheiten sich einsetzen. Also obwohl es ein so reiches Land ist, denke ich, dass es politisch eine unglaubliche Spannung auch gibt. Ja, selbstverständlich. In Saudi-Arabien. Ich habe ja gesagt, das Geld kommt ja unten nicht an, aber es kommt eben immerhin so viel an, dass die Verhältnisse so bleiben. Und also das Volk nicht so viel Energie entwickelt. Wenn die Offiziere... Ja. Man kann es ja vielleicht vergleichen mit der Türkei. Ja, die Türkei ist auch ein islamisches Land offensichtlich, aber ist wirtschaftlich sehr erfolgreich zurzeit. Teilweise erfolgreicher als die sehr viele europäische Länder, muss man auch mal betonen, Südländer. Aber hat auch Spannungen, klar, hat auch politische Spannungen, aber nie in dem Ausmaß. Kein Bürgerkrieg. Aber Herr Somm, das spricht doch meines Erachtens gerade dafür, dass unter den Bedingungen einer funktionierenden Demokratie, einer Säkularisierung, einer kompromissfähigen Pluralisierung einer Gesellschaft, natürlich man einigermaßen friedlich miteinander umgehen kann. Ich weiß, dass Erdogan natürlich eine bestimmte Re-Islamisierung der Zustände dort, auch der Institutionen, herbeiführen will. Aber ich... Und das auch aktiv macht. Ja, natürlich aktiv macht, aber durchaus ja auch deutlichen Widerstand da findet. Aber ich finde, man muss funktionierende Institutionen haben, in denen eben Pluralismus, Kompromissfähigkeit und vor allem die Absage sozusagen an Erlösungsversprechen möglich sind. Und Erlösungsversprechen haben ja, sagen wir mal, vor den Islamisten in Ägypten die Nasseristen auch gemacht, aber sie haben sich sozusagen, oder Kommunisten haben das gemacht, aber sie haben gewissermaßen eine, wenn auch repressive, Ruhe gehabt. Das, was jetzt, also jedenfalls in Syrien, abläuft, diese Gräueltaten, das ist ja einfach unerträglich. Aber ist das, denken Sie, eher der Kampf um Demokratie, in dem Fall in Syrien, wo hinter allem steht? Kampf um Macht. Es sind Machtkämpfe, die dort stattfinden. Es sind Machtkämpfe, in die sich ausländische Gruppen einmischen. Das sind von Anfang an die Saudis gewesen, die die Opposition militarisiert haben. Richtig. Saudi-Arabien hat die Muslimbrüder zum Aufstand finanziert. Auch die Sunniten? Ja, das sind ja die Sunniten, die aus Saudi-Arabien bezahlt wurden. Es ist ja auch nicht so, dass es nur die Muslimbrüder sind. Es sind auch radikalere Gruppen. Die stärkste Oppositionsgruppe gegen Assad ist klar Al-Qaida orientiert. Das muss man wissen. Und der Westen macht jetzt diesen Eiertanz, indem man immer die Gruppen unterstützt, die gemäßigt muslimisch sind, weil es kaum andere gibt. Der Fehler ist gemacht worden zu Beginn, als man die wirklich offen orientierten, ich würde nicht sagen weltlich nur, sondern die offen orientierten pro-demokratischen Kräfte nicht massiv unterstützt hat. Als Assad die ersten Oppositionsgruppen zusammengeschossen hat, genau wie Gaddafi, da wurde Luftkrieg gemacht, da wurde der Bürgerkrieg initiiert, da wurden die Gruppen militärisch unterstützt und da fingen die Bürgerkriege an. Aber würde ich nicht sagen, der Unterschied halt in Syrien ist auch, sobald Assad irgendwie bedrängt wird,
ist das für den Iran eine Riesenfrage. Das war in Libyen nicht der Fall. Libyen hat niemand mehr interessiert in der islamischen Welt. In Iran, in Syrien ist natürlich ganz klar, das ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien, zwischen Iran und dem Westen. Aber Iran zieht sich ja zurück. Wenn man guckt, was Putin gesagt hat, er zieht sich auch zurück. Also Assad hat mit dem Giftgaseinsatz, den man ihm ja immer noch nicht wirklich bewiesen hat, aber er spricht eben sehr viel dafür, dass er es getan hat. Das hat dazu geführt, dass seine Hauptbündnispartner weiche Knie kriegen. Die Iraner sagen nur noch, wir unterstützen das syrische Volk. Putin sagt, man muss die Untersuchungsergebnisse abwenden. Man darf militärisch ohne Mandat des Weltsicherheitsrates nicht eingreifen. Alle sind gegen den Alleingang der USA. Und da liegt ja das nächste Problem. Wenn die Amerikaner jetzt eingreifen, ist das ja nicht nur ein inneramerikanisches Problem, sondern es ist neben dem juristischen Problem, darf eine Macht überhaupt einen anderen Staat angreifen, wenn er nicht angegriffen wurde. Vergeltungskriege sind verboten, völkerrechtlich. Also was passiert da eigentlich? Und dann kommt natürlich der Anti-Amerikanismus, der jetzt freigelassen wird. Also meine Prognose wäre, die Amerikaner greifen an und Al-Qaida hat ein noch größeres Revival. Erinnern Sie sich vor 2 Jahren? Al-Qaida war tot, publizistisch tot. Sie haben nichts gemacht, die Leute haben demonstriert. Ein Jugendlicher ohne Arbeit, mit schlechten sozialen Aussichten, sagte, ich will Demokratie. Heute denkt er wieder, ich greife zur Waffe. Also die Unterdrückung der demokratischen Bewegung im Orient führt zu einem Erstarken der Al-Qaida. Al-Qaida will immer Chaos, Krieg, Aufstand, amerikanisches Eingreifen. Aber das ist die Stunde der Al-Qaida. Kann man denn wohl behaupten, dass Amerika eigentlich, man schlägt den Sack und meint den Esel, Assad will bekämpfen, aber eigentlich Iran meint am Schluss? Es ist gerade jemand, ein Iran, also ein amerikanischer Politiker in Teheran gewesen. Die Aussagen von Rouhani und seinen Leuten, auch vom neuen Außenminister, der ist ja in den USA erzogen, die gehen alle darauf hin, dass man eben sich sehr zurückhält, was die Unterstützung von Assad angeht. Also da muss man sehr genau aufpassen. Erst hieß es immer, wir unterstützen Assad, noch vor einem halben Jahr. Wenn Syrien angegriffen wird, ist das für uns ein Kriegsgrund. Heute sagt man, die Syrer müssen unterstützt werden und Assad findet auch bei Putin, der wird nicht mehr so über Assad reden. Also nein, was ich meine, dann ist das, oder sobald Sie am Anfang gesagt haben, das stimmt vielleicht, wenn man am Anfang die prodemokratischen Kräfte sofort vom Westen aus konsequent unterstützt hätte und die vielleicht den Assad hätte sogar können stürzen, dann wäre es besser rausgekommen. Und ich kann eigentlich nur sagen, Iran hat natürlich enormes Interesse daran, dass Assad eigentlich überlebt. Und ich weiss nicht, je nachdem, wie Syrien sich entwickelt hätte eben Iran vielleicht anders irgendwo noch Druck gemacht, wenn Assad stützt. Das habe ich gemeint. Ja, das ist richtig. Aber das hat sich Situation jetzt geändert. Die Situation ist natürlich völlig anders. Sobald die Amerikaner sagen, wir machen mit, ist so das ganze Spiel völlig anders. Und im Iran haben sich die Kräfteverhältnisse auch verschoben. Also man darf nicht vergessen, vor 4 Jahren hat es in Teheran Demonstrationen nach den Wahlen 2009 gegeben. Die waren sehr ähnlich als das, was später in Tunesien war, als das, was in Ägypten war. Das war im Grunde so eine Art Frühling, da ist auch die junge Generation auf der Straße. Aber ganz schnell unterdrückt natürlich. Ja, sie wurde unterdrückt, aber die Leute haben auch eingesehen, das muss man auch mal sehen, die Leute haben eingesehen, wenn wir weitermachen, gibt es Krieg. Es hat Tote auf beiden Seiten und zwar nicht wenige gegeben. Da ist wenig drüber gesprochen worden, aber es gab Tote, also im Ausmaß von Tunesien, bei einer einzigen Demonstration. Und die Seiten haben gesagt, wenn wir weitermachen, gibt es Krieg. Wollen wir nicht. Darf ich nochmal die Rolle vom Westen thematisieren? Weil da frage ich mich tatsächlich, was hat denn der Westen, was hat Europa, was haben die USA für Interesse? Ist es schlau überhaupt, wenn der Westen sich in den ganzen Konflikt einmischt? Kann man da überhaupt irgendetwas gewinnen, Herr Stegemann? Also ich denke, erstens hat der Westen ein Interesse, sozusagen seine universalen Werte, die er entwickelt hat, zu verteidigen. Sehr kolonialistischer Gedanke, muss man sagen eigentlich. Ja, ich weiß es nicht. Wissen Sie, gegenüber dem Fundamentalismus ist das meines Erachtens wenigstens eine Positionsbehauptung, die notwendig ist. Also wissen Sie, es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, um Fundamentalismus zu bestimmen, aber ein Kriterium ist zum Beispiel der Patriarchalismus und die Unterdrückung der Frau. Und mir scheint, dass der Westen durchaus in dieser Hinsicht auftreten muss und die Werte, die er sich selber auf einem langen Weg erst angeschafft hat, zu verteidigen. Das kann er ja nicht. Das ist gezeigt worden im Irak. Nein, das ist gezeigt worden im Irak und Afghanistan, dass das nicht funktioniert. In Afghanistan werden Frauen gesteinigt, ohne dass hier darüber berichtet wird. Ja. Die Frauenrechte. Im Iran auch.
Nein, woher ist wann? Die Steinigung ist nicht aufgehoben im Iran, oder? Die Steinigung? Da gibt es ein Memorandum mit der EU, dass man nicht mehr... Homosexuelle werden aufgehängt. Wo denn? Es hat sich viel geändert durch westliche Intervention und Sie müssen wirklich aufpassen, dass das, was die Opposition hier über solche Länder verbreitet, nicht eins zu eins als wahr dargestellt wird. Das stimmt eben nicht. Im Iran gab es eine Steinigung, ein Urteil von einer Frau in einem Provinzgericht. Und wenn Sie mit iranischen Oppositionspolitikern sprechen, dann sagen die, das haben die Mullahs in der Provinz gegen eine noch liberale Führung in Teheran gemacht. Und das Urteil wurde nicht vollstreckt. Das ist Jahre her. Aber Sie beide sind sich offensichtlich einig, oder? Wir sind uns einig, ganz gleich, wie es jetzt wirklich Details sind. Wir sind uns einig, dass Iran sicher nicht unseren Vorstellungen von Menschenrechten und so weiter entspricht. Aber ich würde noch auf einen anderen Punkt gehen. Ich sehe das anders als der Herr Stegemann. Ich glaube, dass sie tönt vielleicht ein bisschen ernüchternd. Aber ich sehe das auch so, wie Sie gesagt haben, im Irak. Das hat absolut bewiesen, dass wir das nicht können. Wir können nicht Demokratie exportieren, auch wenn wir es gerne hören. Und unsere Macht einfach auftropfen. Wir haben es nicht einmal in Osteuropa können. Mhm. Ich meine, Russland, wer glaubt, dass Russland wirklich unseren Vorstellungen von Rechtsstaat und Menschenrecht entspricht? Nein, sicher nicht. Selbst gewisse, ja, auch Ukraine nicht und so weiter. Also, ich bin da sehr skeptisch geworden, was unseren Export von Demokratie und Menschenrecht betrifft. Ich weiß nicht, dass ich das kontrolliere. Aber das heißt der Finger weg, in dem Fall. Ja. Ich würde ganz völlig gerne auch, ich würde auch sagen, man muss auch in Europa zurückschauen. Das hat ja in Europa, also eine vergleichbare Bewegung gab es 1848. Mhm. Und es hat zum Beispiel in Deutschland 100 Jahre gedauert, bis Demokratie Realität wurde. Und es ist auch in Frankreich hat es sofort die Gegenbewegung gegeben. Es hat erstmal Dutzende von Jahren gegeben. Man darf nicht vergessen, in Ägypten sind Leute auf die Straße gegangen, haben gesagt Demokratie. Auf einmal haben sie gemerkt, oh, die Mehrheit hat andere Interessen, es geht uns an den Geldbeutel und haben die Seite gewechselt. Es ist ja ein massiver Seitenwechsel auch in diesen Staaten passiert, weil Leute, die gegen ihre eigentlichen Interessen auf die Straße gegangen sind, auf einmal erkannt haben, hoppla, Demokratie bedeutet auch Abschaffung von Privilegien der Reichen. Zehntausende sind aus Ägypten ausgewandert und die unterstützen jetzt die Opposition, die Volksbewegung, und halten ruhig, weil die Militärs ihnen wieder die alten Positionen verschaffen. Aber spannend ist, wenn ich jetzt Ihnen so höre, das klingt ja wirklich so, wie wenn wir jetzt würden behaupten, unsere Staatsform, unsere Werte sind eigentlich die einzig gültigen auf dieser Welt, Frau Keller. Ja, ich will etwas sagen. Erstens, unsere Werte, was ist das? Unsere. Sie reden jetzt als Schweizerin. Ja, also oder als West. Ja, jetzt in Europa, das, was alle gesagt haben, unsere Werte. Die Werte, woher kommen die eigentlich? Ich meine, die ganze, praktisch die ganze Völkergemeinschaft hat dazu beigetragen, zu diesen Menschenrechten, die man heute sieht, die übrigens entstanden sind nach dem Horror vom Zweiten Weltkrieg, oder? Also nach einer Zeit, wo es eben nichts von Wert hatte, nichts von Moral hatte, nichts von Ethik hatte. Das möchte ich einfach mal sagen, denn sie ist Ethik und Moral. Natürlich ist das etwas Universelles, oder? Aber es gibt lokale Prägungen, oder? Also ein ethisches Verhalten da ist vielleicht dort nicht so ethisch. Also kann man nicht, wie soll ich sagen, verlangen, dass alles einfach eins zu eins so übernommen wird. Das ist das eine, was ich wollte sagen. Und das andere auch in diesem Zusammenhang. Also das heisst, die Völker warten nicht unbedingt jetzt darauf, unsere Werte zu übernehmen? Nein, nicht unbedingt. Und zweitens, was ich will sagen, ist, dass der Westen, oder das, was man versteht unter Westen, eigentlich dauernd dieser Region, dieser arabischen Welt, dauernd zeigen, dass sie keinen Wert haben. Dauernd in der Politik zeigen, dass sie mit verschiedenen Elementen oder Moment, es ist tatsächlich auch ein kulturelles Problem, nämlich, dass der arabischen Welt dauernd predigt wird von Menschenrecht und so weiter und von Freiheit, aber was die Leute nachher real machen, übrigens auch das Abmacht kommen von den Muslimbrüdern, das ist lang vorbereitet gewesen, auch vom Westen, das ist vom Westen auch sehr unterstützt worden, dass die Islamisten auf Macht kommen. Das ist beleidigt. Ich kann jetzt nicht Bücher zitieren zu dem. Ich wollte einfach sagen, es gibt die Doppelmoral, die der Westen spielt, politisch. Vorher habe ich gesagt, die Zeit vom Ersten Weltkrieg und Kolonisation, das ist alles nur Doppelmoral. Das ist
nur also Taktik von, wie soll ich sagen, ja, etwas vormachen also und so weiter. Strategische Möglichkeiten, genau. Taktische Überlegungen. Und darum gibt es kein Vertrauen. Die arabische Welt hat kein Vertrauen. Ja, und hat auch nicht darauf gewartet. Und hat auch nicht gewartet darauf. Und fragt man sich, ob man sie wert übernommen. Oder sie das wert? Sie tun den Rest völlig überschätzen. Die Probleme, die die arabischen Länder haben, sind zum ersten, in erster Linie mal ihre Probleme. Und das ist auch mein Punkt. Das ist auch mein Punkt. Nein, ich meine, was Sie vorher gesagt haben, das sind sehr viele Sachen, die nicht stimmen. Erstens, Menschenrechte. So wie wir sie heute kennen. Das ist eine 700, 800-jährige Entwicklung aus Europa. Es hat in England angefangen, es hat sehr viel mit dem Christentum zu tun, es hat zu tun mit der Trennung zwischen Kirche und Staat und so weiter. Alles Sachen, die wir zum Teil nicht jetzt sagen können, wir haben unseren Verdienst. Wir haben auch Glück gehabt und so weiter. Aber das ist viel, viel älter und das ist auch ein Grund, warum ich sehr skeptisch bin, dass man Demokratie zum Beispiel in den Nahen Osten exportieren kann. Weil ich glaube, die Geschichte war dort so völlig anders. Die Vorstellungen. So anders. Ursprünglich ist die, und das ist beleidigt, ursprünglich ist sie eben auch aus dieser islamischen Zivilisation gekommen, und ist weiterentwickelt. Und ist weiterentwickelt worden ab dem 16. Jahrhundert. In Europa. Es gibt ein kulturelles Defizit. Es gibt ein älteres Christentum geht des Kaisers, was des Kaisers ist. Das ist ganz ein alter Spruch. Die christliche Kirche ist im Vergleich zum Islam zuerst als eine verfolgte Minderheit entstanden und hat von Anfang an ein Ambivalenzverhältnis gehabt zum Staat, weil der römische Staat hat sie verfolgt. Und erst, als Konstantin gesagt hat, wir sind jetzt Staatskirche, ist Kirche plötzlich auch politisch im Faktor. Und das ist im Islam völlig anders. Aber ich denke, das viel zu weit. Man kann Sachen nicht verstehen, wenn man durch einen Trend zwischen Ost und West. Und? Es gibt sehr viel. Es hat sehr viel Austausch gegeben in der Geschichte. Und es sind viele Sachen, die wir heute diskutieren, hängen einfach zusammen und sind untrennbar. In der Geschichte. Da kann man natürlich streiten, wo welcher Impuls mal herkam. Und das sind auch natürlich verschiedene Faktoren gewesen. Aber es geht ja um die Jetztzeit. Bis vor 2 Jahren und auch heute werden schlimme Diktaturen unterstützt. Mhm. Also Saddam Hussein ist von den USA zu Anfang, als er gegen Iran Krieg führte, unterstützt worden. Mubarak ist praktisch bis zum Schluss unterstützt worden. Und der saudische König hat zum Telefonhörer gegriffen und hat Obama kritisiert, dass er den Sturz, der gar nicht mehr abzuwenden war, zulässt. Mhm. Ben Ali hat in seinen Gemächern riesige Gold. Das waren ja auch nicht Leute, die als Diktatoren auf die Welt gekommen sind, sondern sie haben sich entwickelt, weil der Westen diese Strukturen permanent unterstützt hat. Und es heißt immer, Menschenrechte, Demokratie wird dort angefordert. Und praktisch werden Diktatoren unterstützt. Ah, dann ist es um etwas ganz anderes gegangen. Es sind ganz andere Interessen. Geht es ums Öl? Geht es um geostrategischen Interessen? Immer weniger, weil die Amerikaner sinkende Ölinteressen in der Region haben. Ja. Das korrespondiert, man kann auch sehen, mit der Zögerlichkeit, mit der man jetzt in Syrien eingreift. Sie können sich vorstellen, wenn die Amerikaner die Ölinteressen noch ungebremst wie vor 30 Jahren hätten, dann würden sie ganz anders in Syrien eingreifen. Ich glaube, es ist tragisch. Obama hat gedacht, wenn er die rote Linie bei den chemischen Waffen zieht, Assad würde die nie einsetzen. Das syrische Regime, Assad, in allen möglichen Interviews, wir werden niemals chemische Waffen einsetzen. Was macht dieser Mann? Er setzt sie ein und er löst damit eine völkerrechtlich nicht gerechtfertigte Intervention der Amerikaner aus. Also wenn die Syrer kein Giftgas eingesetzt hätte, ich gehe davon aus, dass es das Regime war, das ist noch nicht bewiesen, aber wenn die das nicht eingesetzt hätten, dann würden die USA nicht kommen oder mit Krieg drohen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation und sie geht ins Jetzt. Und ob vor 400 Jahren die Impulse für die Trennung von Kirche und Staat auch aus dem Orient gekommen sind, ist nach meiner Meinung nicht entscheidend. Okay. Wichtig ist... Herr Stegemann, ich gerne ganz kurz wieder mal einschalten. Herr Stegemann, Sie haben den Streik gestiftet und können jetzt da schön zu nicken und schauen. Wie beurteilen Sie jetzt nach dieser Diskussion das, was Sie vorhin gesagt haben? Ich verstehe sehr gut, dass wir auch, und das gehört auch zu einem
demokratischen System zu einem westlichen rationalen System, dass man Selbstkritik übt, ständig Selbstkritik übt. Und entscheidend finde ich, dass wir gleichwohl sagen, nur pluralistische Gesellschaften, nur Gesellschaften mit demokratischen Institutionen sind meines Erachtens in der Lage, die moderne Forderung an einen demokratischen Staat zu erfüllen. Gut, aber jetzt stellt sich natürlich der Westen auf einen sehr hohen Sockel, wenn ich jetzt zum Herrn Tilgut so höre. Er sagt, wieso haben wir den Westen Staaten der Welt abbrechen? Ja, und wieso hat der Westen all die Diktatoren unterstützt? Da sind Sie nicht nur um die Wahrheit gegangen, wo Sie sagen. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt sozusagen politische Notwendigkeiten und es gibt Institutionen. Nein, es gibt keine politischen Notwendigkeiten. Es gibt nur Notwendigkeiten von bestimmten Staatsführern, die Interessen ihrer Staaten durchsetzen. Ja, genau. Und das sind keine objektiven Gründe. Aber lassen wir Herr Stegemann noch schnell bitte losreden, Herr Sohm. Sie dürfen gerade sofort. Ich kann mir vorstellen, Herr Tilgner, dass die Demokratien fehlerhaft sind, weil wir alle endlich sind, weil wir alle keinen Anspruch haben auf absolute Wahrheit. Aber es funktioniert meines Erachtens in unserem System, funktioniert die Kritik an Fehlern, manchmal spät, manchmal früher. Dass man politische Interessen, Staaten politische Interessen vertreten, das ist klar, aber das ist immer auch einem innerstaatlichen demokratischen Prozess. Das Völkerrecht verbietet Angriffskriege. Ja, Das ist doch zu einfach. Dann hätte man auch in Auschwiz... Ein Plädoyer gegen die moralische Außenpolitik. Das ist doch das Problem. Der Westen hat teilweise sich selber eine Falle gestellt, indem er moralisch einmal argumentiert hat, was den Nahen Osten betrifft. Man hat Diktaturen, wie Saudi-Arabien ist auch Diktatur, unterstützt, weil sie auf der eigenen Seite waren, und andere hat man bekämpft, weil sie nicht auf der eigenen Seite waren. Richtig, genau das ist das Aber Problem. Da kann man ja dazu stehen. Wir haben einfach, der Westen hat Interesse in diesem Raum. Es gibt solche, die uns näher stehen und andere, die uns nicht näher stehen. Und wenn ich muss sagen, in der Außenpolitik geht es eben nicht um Wert. Mhm. Sonst könnte man ja auch, ich meine, wenn man den Zweiten Weltkrieg anschaut, warum haben die Amerikaner den Stalin unterstützt? Ist der Stalin so viel besser gewesen als der Hitler? Sicher nicht. Man hat doch genau gewusst, dass die Sowjetunion auch keine Demokratie ist und auch eine Diktatur ist und Millionen von Leuten umgebracht hat. Der Stalin selber hat ja solche Anordnungen getroffen. Trotzdem ist doch klar gewesen, dass man ein Bündnis macht mit dem Stalin gegen den Hitler. Und im Kalten Krieg, sicher ist das legitim gewesen, aber selbstverständlich. Und ist auch jetzt legitim? Aber selbstverständlich, weil Hitler ist sicher die größere Gefahr gewesen als Stalin. Mhm. Jetzt im Nahen Osten haben wir nie solche Umstände gehabt, wo man muss sagen, das ist jetzt so schlimm gewesen. Aber es hat einen Kalten Krieg gegeben. Und der Kalte Krieg finde ich auch nach wie vor, dass der Westen den Kalten Krieg geführt hat gegen die Sowjetunion, ist richtig gewesen. Haben wir denn so Verhältnis haben wie die Sowjetunion? Nein. Wir haben Demokratie wollen. Aber wir sollen das so scheinheilig tun, dass man immer wieder in der Außenpolitik gezwungen ist, zwischen zwei Übel, zwischen dem kleineren und dem grösseren Übel, zu wählen. Und das muss man nicht immer so moralisch verbrämen. Das stört mich. Ja, genau, das Frau Keller, aber das ist jetzt offensichtlich das, was Sie vorher gemeint haben, oder? Ja, und gerade jetzt der drohende Angriff auf Syrien von den Amerikanern wird ja moralisch begründet. So quasi, ja, der böse Assad hat jetzt Giftgas verwendet, obwohl übrigens die Amerikaner auch Giftgas unter anderem im Irak mal eingesetzt haben oder die Israelis im Gazastreifen. Aber das sind andere Sachen und das gehört eben zu diesem Konzept, dass man immer mit verschiedenen Ellen misst und verschiedene moralische Kriterien definiert, oder? Nein, es geht nicht um das. Moral ist schon wichtig. Wenn es um unser Land geht und um den Westen, da finde ich natürlich das richtig. Ich will nicht, dass unser Land Giftgas einsetzt. Ich finde das nicht richtig. Aber gleichzeitig bin ich absolut der Meinung, wir können die anderen Länder nicht intervenieren und die Länder nach unserem Bild bombardieren. Wir machen das mit China auch nicht. Wir können das dort auch nicht. Und man muss ja auch die Rationalität mal hinterfragen. Also noch weiß man ja nicht, was entsteht. Die Hacker haben ja bereits, die syrische Hacker haben die New York Times lahmgelegt. Und man weiß nicht, ob Assad nicht auch schlafende Zellen irgendwo hat, die dann irgendwelche Anschläge machen. Mhm. Der syrische Außenminister hat gedroht. Er hat gesagt, wir werden überall tun, was wir können. Das bedeutet zumindest mal Libanon,
Das bedeutet, Israels Nordgrenze, der Golan, wird vielleicht aus der sichersten zur unsichersten Grenze werden. Das bedeutet möglicherweise Anschläge in Europa. Man weiß gar nicht, was die Amerikaner auslösen. Und hinterher ist man dann immer eines Besseren belehrt. Bush hat gedacht, er bringt die Demokratie in den Irak. Und was ist passiert? Das Land ist in einem Zustand, der erbärmlich ist heute. Afghanistan, 6.000 Milliarden Dollar werden in die Kriege gesteckt. Entwicklung ist nicht passiert. In einigen Provinzen Afghanistans ist die Kindersterblichkeit so groß wie nirgendwo auf der Welt. Ja, und genau nach das zehn Jahren. Eben, oder? Mit welcher Demokratie, quasi im Namen von der Demokratie, irgendein Land angreifen. Und nachher, dem Land ja, und nachher merkt man, dass das Land zurückgeworfen ist worden um 50 Jahre Entwicklung, nachdem die Amerikaner die Demokratie Dann würden Sie auch sagen, also der Westen würde sich am schleusten aus der ganzen Region eigentlich zurückziehen und daraus halten vor allem. Ja, auf jeden Fall sich nicht militärisch in dieser Art einmischen. Also, und weil, genau wie dir gesagt, Herr Tilgner, wir wissen nicht, was das alles wird auslösen. Es sind jetzt schon so viele verschiedene Parteien involviert, dass wir den Überblick verloren haben. Dass sie alle schon so involviert. Ich verstehe. Und wir wissen nicht, was wirklich nachher könnte passieren, wenn man zu lange mal aufmacht, was dann passiert. Ich finde es sehr schade, dass der Westen, wenn er interveniert, immer an militärische Intervention denkt. Es gibt Kommentare, die ich in deutschen Zeitungen gelesen habe, da wird immer von Intervention und von Eingreifen gesprochen, ohne dass ein einziges Mal das Wort militärisch dazu gesetzt wird. Das ist automatisch Eingreifen. Im Orient heißt schon militärisch Eingreifen. Und die großen Chancen, die es gegeben hat, als Mubarak in Ägypten gestürzt wurde, statt nach Ägypten in Urlaub zu fahren und das ägyptische neue System zu unterstützen, damit es nicht abdriftet in die radikale Ecke, man hat es, und zwar von allen Seiten global, die einzigen waren die Türken. Das war der neo-islamische türkische Staatspräsident Erdogan, der Milliarden nach Kairo geschickt hat. Die anderen haben sich zurückgehalten. Das Ergebnis ist, die Islamisten haben ein Bündnis gebildet, kamen immer mehr unter Druck, haben sich isoliert. Dann kam der Putsch, der wurde sogar von islamischen Staaten unterstützt finanziell in einer Größenordnung, die es vorher nicht gab. Also der Westen reduziert seine Intervention auf das Militärische im Orient. Aber Herr Stegemann, würde sich dann die Werte, wie Sie es vorher gesagt haben, Demokratie und so weiter, Menschenrechte, wo der Westen zu einem grossen Teil ausmacht, ohne militärische Intervention überhaupt exportieren? Möglicherweise nicht. Also die militärische Intervention hat das absolut barbarische Nazi-Regime niedergerungen und hat die Bedingung der Möglichkeit für eine Demokratie in Deutschland geschaffen. Ich habe vorhin schon mal so im Zwischenruf gesagt, wenn die Zugangswege nach Auschwitz von den Amerikanern bombardiert worden wären, 43, 44, wären unendlich viele Menschen nicht umgebracht worden, vergast worden, nicht wahr? Man hat ein anderes Gas dort. Und ich muss sagen, im Blick auf Syrien ist für mich eigentlich noch nicht klar, was schlimmer ist, als das, was dieser Assad schon angestellt hat. Ich weiß es nicht. Ich sehe die Beobachtung im Blick auf Al-Qaida und so weiter. Ja, aber das, was jetzt stattfindet, ist unendliche Barbarei. Ja, aber wer rüstet wen auf? Ja, Iran und Russland haben Assad ausgerüstet und Saudi-Arabien und Katar haben die... Das ist genau der Punkt, den ich sagen wollte. Das Problem Obamas ist nicht so sehr der Kongress, sondern ist Russland, ist China. Wenn die Weltgemeinschaft einmal in der Lage wäre, gemeinsam etwas zu tun, dann hätte Assad keine Chance. Ganz genau. Und das ist der falsche Ansatz. Man muss nicht auf Weltgemeinschaft hoffen. Nein, okay, gut, falsch. Dann muss man falsch. Bloß. Dann haben wir eben auf diese Weise das Problem, dass gesagt wird, ja, jetzt gibt es
gibt es keine internationale Rechtsgrundlage mehr. Ja, die funktioniert doch nicht. Die funktioniert. Ja. Das Völkerrecht funktioniert vor allem im Westen, wo es entstanden ist. Ja. Und alle anderen Länder scheren sich mit dem Völkerrecht. Aber man muss daran arbeiten, dass es globalisiert wird. Das ist genau das Gleiche, Herr Tilgner, was Sie vorher zuerst kritisiert haben. Ich finde militärische Intervention falsch, ich finde aber auch politische Intervention falsch. Das funktioniert nicht. Einfach sich daraus halten. Darf ich ganz kurz da einschreiten? Wir haben noch 4 Minuten. Das heisst, wir haben noch Zeit für eine knappe Schlussrunde, die Ihnen allen 1 Minute bleibt. Meine Frage in der Runde ist, wird es in dieser Gegend jemals Ruhe geben? Und was braucht es, damit es Ruhe gibt, Herr Tilgner? Also zu meinen Lebzeiten rechne ich nicht mehr mit Ruhe. Mhm. Und ich glaube, man muss sich einfach an Europa orientieren. Es hat hier Jahrzehnte gedauert, es wird dort auch Jahrzehnte dauern. Und eine Schlüsselstellung nimmt Saudi-Arabien und die arabischen Golfstaaten ein, wenn die ihre enormen Ressourcen, die sind ja viel größer als der Westen sie hat durch die Öleinnahmen, wenn die nicht genutzt werden, um die ganze arabisch-islamische Welt zu entwickeln, sondern nur um dort Machtspielchen zu betreiben, dann wird sich kaum etwas ändern. Das ist ein Problem. Und wenn der Westen dann noch meint, militärisch eingreifen zu müssen, das wird nicht funktionieren. Und deshalb glaube ich, dass es noch sehr, sehr lange dauert. Und das Resultat wäre dann aber das gleiche wie in Europa, würde Sie sagen, nach den Jahrzehnten. Ja, ich würde, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Die junge Generation will Demokratie. Die junge Generation will Menschenrechte, sie will sozialen Fortschritt und sie will Freiheit. Und zwar auch in einem Sinne, wie sie in Europa gelebt und gewürdigt und auch angestrebt wird. Die Menschen haben exakt die gleichen Ziele, sie wissen nur nicht, sie sind verzweifelt, sie wissen nicht, wie sie sie herstellen. Merci vielmals, Frau Haller. Ja, also ich teile weitgehend, was Herr Tilgner gesagt hat. Ich glaube auch nicht, dass sich das sehr schnell wird beruhigen. Mhm. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ist jetzt ein neues Bewusstsein entstanden. Darum ist es auch so unruhig. Man kann endlich reden, man kann eigentlich sich ausdrücken und sagen, was man will. Oder? Die Leute sind tatsächlich mit diesen Forderungen nach Freiheit, übrigens auch Menschenwürde, Al-Karame, Menschenwürde, sie sind auf der Straße. Das sind ganz zentrale, wichtige Begriffe. Und jetzt geht es einfach darum, ja, wie klug sind die Leute, die diese Länder führen, die diese unendlichen Ressourcen haben. Meine Hoffnung ist, dass die, ja, dass die mal zur Raison kommen und wirklich eine intelligente Politik machen, wo diesen Heerscharen von Leuten ohne wirtschaftliche Perspektive könnte etwas bringen. Aber das wird lang gehen, bis wir so weit sind. Ja. Ganz kurz, mein Wahlspruch ist, es wäre dumm, nicht zu hoffen. Ich weiß, es ist ein langer Weg, es wird ein langer Weg sein, aber ich bin ein Mensch, der auch hofft. Ich habe eine sehr pessimistische Innenseite, aber es wäre dumm, nicht zu hoffen. Danke vielmals. Markus Somm, Ihnen gehört Schlusswort. Es hat ja angefangen, der arabische Frühling, mit der Selbstverbrennung von einem tunesischen Gemüsehändler. Warum hat sich der eigentlich verbrennt? Im Prinzip hat er sich verbrennt, weil der Staat dem dort sein Eigentum hat wegnehmen wollte. Letztlich ist es das erste Mal darum gegangen, Privateigentum würde ich verteidigen. Privateigentum ist eine der wichtigsten Errungenschaften des Westen. Alle Menschenrechte kommen vom Privateigentum. Das Problem im Nahen Osten ist nicht, dass die Menschen Demokratie nicht wollen, das weiss ich auch. Sie wollen auch Privateigentum. Deshalb kommen ja so viele Leute in unsere Länder und wollen hier leben oder gehen auf Amerika, weil sie besser können dort leben. Das ist nicht das Problem. Der Mensch will frei sein, der Mensch will Menschenrecht, das ist völlig klar. Aber ob man das nachher durchsetzen kann, das ist die ganz grosse Frage. Und da muss ich sagen, wenn ich eine Region sehe auf der Welt, wo ich sehr, sehr pessimistisch bin, bin auch pessimistisch in China, bin auch pessimistisch in Afrika, aber ich bin am pessimistischsten im Nahen Osten. Und zwar, weil im Nahen Osten eine ganz starke, grosse Religion dazukommt, die so ein wichtiger Teil ist von der Identität in diesem Raum, das wäre wieder eine andere Sendung, die sehr, sehr schwer macht, Veränderungen zu machen. Danke vielmals für das Schlusswort. Ja. Merci auch für das optimistische zum Schluss. Danke vielmals Ihnen allen für die engagierte Diskussion und Ihnen daheim, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, merci für das Interesse. Nächster Standpunkt, nächste Woche wieder auf dem Kanal. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wieder schauen miteinander.